Der Kultursommer Wiener Neustadt verwandelt die Innenstadt jedes Jahr in eine große Bühne. Mit bekannten Balladen, groovigen Rhythmen, soul-jazzigen Songs und Eigenkompositionen begeisterten die Musikerinnen und Musiker von Samt das Publikum. Geboten wurde dabei ein musikalisches Potpourri von ABBA bis Zappa. Wie wird's, wenn ich die wieder sehe? Was wäre ich sagen, das Gefühl wird mir red verschlagen wie ein kleiner Kind. Der Kultursommer in Wiener Neustadt bietet eine Vielzahl kultureller Veranstaltungen in der ganzen Stadt. Ein Highlight war der Auftritt der Band Samt am Domplatz, direkt vor dem Café Aperitivo al Duomo, wo sie ein abwechslungsreiches Programm mit groovigen Rhythmen, bekannten Balladen und Eigenkompositionen präsentierten, das von ABBA bis Zappa reichte. Ja, wir haben ein buntes Programm mit, von ABBA bis Zappa heißt es. Also wir haben ABBA, Michael Jackson, Marianne Mendt, Maria Bill, Karl Hodiner, also quer durch die Bank, alles mit dabei. Alles, was uns gefällt und natürlich auch eigenes von Samt. Es ist ein wunderbarer Abend, so wie bei jedem Kultursommer. Aber ich finde, dieser Kultursommertermin heute ist noch einmal besonders, weil wir eine traumhafte Kulisse haben vor dem Dom zu Wiener Neustadt. Viele Bühnenbildner würden viel Geld investieren, um so eine Kulisse zu haben. Und es ist einfach wunderbar, hier zu sitzen, der Musik zu lauschen und den regionalen Künstlerinnen und Künstlern. Das ist das, was der Wiener Neustädter Kultursommer was ihn ausmacht und das ist einfach wunderbar. Der Unser Liebfrauendom gibt natürlich eine wunderschöne Kulisse für das Konzert her, ein wunderschöner Sommerabend und das macht ja unseren Kultursommer aus. Musik, schöne Sommerabende, Summerfeeling genießen, das ist Kultursommer at its best. Gebotenen Coversongs waren leicht abgeändert, um ihnen eine eigene Note zu verleihen und ihren besonderen Charme zu betonen. Darauf legen wir besonders Wert. Ich habe das Glück, eine hochkarätige Band zu haben und ja, da spielen wir die Nummern nicht einfach so runter, sondern wir machen jede Nummer auf Samtart, würde ich sagen. Was zeichnet denn den Kultursommer aus Ihrer Sicht aus? Es sind ja unglaublich viele Acts, unglaublich viele Genres, die hier vertreten sind. Ja, der Kultursommer ist in einer Zeit entstanden, als es schwieriger war, Veranstaltungen durchzuführen und alle wissen, von welcher Zeit ich spreche. Und das Positive ist, dass diese Initiative übergeblieben ist. Und die Idee damals war, die regionalen Künstlerinnen und Künstler zu unterstützen, die Gastronomie zu unterstützen und damit die Innenstadt zu unterstützen. Und dieses Konzept verfolgen wir jetzt eben seit 2020 mit großem Erfolg, mit großer Freude. Das macht den Kultursommer aus. Und wie man sieht, die Wiener Neustädterinnen und Wiener Neustädter und die Gäste aus der Region nehmen das auch wunderbar an. Ich glaube, es ist die Vielfalt. Wir bieten ja, glaube ich, für jeden Geschmack eine Veranstaltung, das geht von Jugendveranstaltungen über Matineen, über Konzerte. Also da ist für jeden etwas dabei, was er sich heraussuchen kann, was er sich anschauen kann. Von Konzerten und Festen bis hin zu Lesungen und Kinderprogrammen gibt es über den ganzen Sommer hinweg eine Vielzahl von Veranstaltungen für jede Generation. In der nahen Zukunft stehen auch einige besondere Highlights an. Nächsten Samstag gibt es den Rock and Metal Day, der wird organisiert von unserer Jugendlocation, dem Max. Dann geht es weiter mit einem Konzert von Big J im Gastgarten vom Restaurant Einhorn und dann die zweite Matinee im Stadtpark Pavillon. Das macht ja auch den Kultursommer aus, dass einfach alle Genres abgebildet werden, von Rockmusik, Popmusik, von Theatervorführungen, Musical-Darbietungen. In Wahrheit ist für alle etwas dabei und man sucht sich das aus. Wo kann man sich denn über das weitere Programm informieren? Der www.kultursommer-wn.at haben Sie alle Veranstaltungen auf einen Blick und können sich Ihr Lieblingsgenre raussuchen. Besonders das Konzert vor der malerischen Kulisse des Liebfrauendoms zog viele Schaulustige an, die blieben, um der Musik zu lauschen. Also das sieht man mit den Menschen hier, dass die warmen, lauen Sommerabende locken die Menschen natürlich an. Die setzen sich her, wollen plaudern, einen schönen Abend genießen, ein gutes Glas Wein trinken. Und das ist Kultursommer, das ist Sommerfeeling. Viele Passantinnen und Passanten kommen vorbei, die vielleicht gar nicht wissen, dass diese Veranstaltung ist, bleiben dann auch stehen. Und das ist ja das Schöne an so einem Open Air, das kostenlos für die Bevölkerung angeboten wird. Ja, es ist wunderbar. Ich meine, wenn man hier vor diesem Dom stehen darf,
das Ambiente, das ist so beeindruckend. Da freut man sich schon, wenn man herkommt. Und natürlich in Wiener Neustadt beim Kultursommer ist immer ganz eine tolle Sache. Und immer ein tolles Programm, ein rundes, vielfältiges. Ganz allein und doch bei dir, ganz allein und doch immer. Ivo Maria Feinmann.